Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute werde ich euch schnell und einfach erklären, wie man Diamanten in Minecraft farmen kann. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Als allererstes, bevor ihr Diamanten farmen gehen könnt, solltet ihr euch allerdings zunächst einmal ausrüsten. Und das bedeutet, ihr schnappt euch am besten eine volle Eisenrüstung, ein Eisenschwert, dann noch 2 bis 3 Eisenspitzhacken. Denn nur mit Eisenspitzhacken kann man auch tatsächlich Diamanten abbauen. Kleine lustige Story vielleicht nebenbei. Meine allerersten Diamanten, die ich in Minecraft gefunden habe, die habe ich mit einer Steinspitzhacke abgebaut und habe sie dann halt leider nicht bekommen. Ja, ganz traurige Geschichte. Noch dazu solltet ihr euch am besten noch eine Eisenschaufel holen und dann noch was zu essen und Fackeln natürlich. Und am besten auch noch einen Stack Leitern, den brauchen wir nämlich für die Mine. Schritt Nummer 2 wäre dann der Bau der Mine. Und zwar sucht ihr euch zunächst einmal einen Ort, wo ihr das Ganze bauen wollt. Das ist theoretisch eigentlich egal, aber ihr solltet vielleicht nicht unbedingt auf einem Berg bauen, weil dann müsst ihr euch ja super weit nach unten buddeln. Und ja, wenn ihr einen Ort gefunden habt, dann stellt ihr euch erstmal auf 2 Blöcke gleichzeitig. Das bedeutet so zur Hälfte auf dem einen und zur Hälfte auf dem anderen Block. Und dann könnt ihr nämlich jeweils unter euch diese beiden Blöcke wegbauen. Und jetzt habt ihr nämlich quasi die sichere Variante gewählt, denn jeder weiß ja, man soll sich nicht geradeaus in Minecraft nach unten buddeln, falls da Lava kommt oder eine Schlucht oder sowas. Wenn ihr allerdings 2 Blöcke unter euch habt, dann könnt ihr immer zuerst eine Seite abbauen und dann seht ihr ja, was unter euch ist. Und dann könnt ihr halt die andere Seite abbauen, wenn es sicher ist, oder wenn da jetzt tatsächlich Lava ist oder eine Schlucht oder sowas, könnt ihr halt dementsprechend euch sicherer runterbauen. Diamanten in Minecraft sind etwas Besonderes, denn sie können nur relativ weit unten in der Minecraft-Welt spawnen. Und zwar reden wir hier von der Ebene 1 bis Ebene 15. Ihr könnt, wenn ihr in Minecraft drin seid, F3 drücken und dann seht ihr die Koordinaten X, Y und Z. Und Y ist hierbei die Höhenkoordinate. Das bedeutet, es zeigt halt die Schichten quasi an, in der ihr seid. Und die erste Schicht ist halt die unterste Schicht und dann geht's halt weiter nach oben. Und dementsprechend kann man Diamanten halt nur in den ersten 15 untersten Schichten quasi in Minecraft finden. Und dabei sind sie am häufigsten zwischen Ebene 5 und Ebene 12. Und das wollen wir uns hier auch nochmal zunutze machen, denn wir buddeln uns insgesamt bis Ebene 11 hinunter und fangen dort dann an mit dem Strip-Minen. Das sogenannte Strip-Minen ist eigentlich nichts anderes, als einfach nur geradeaus Tunnel zu bauen. Und das Gute ist, wenn ihr auf Ebene 11 nämlich diese Tunnel baut, sind zum einen die Diamanten am häufigsten. Das bedeutet, ihr habt natürlich erstmal die größte Chance, überhaupt Diamanten zu finden. Und gleichzeitig sind auch die meisten Lavaseen noch auf Ebene 11. Und das bedeutet, ihr habt halt nicht das Problem, dass auf einmal von oben Lava kommt oder von unten Lava kommt irgendwie, sondern ihr seid eben auf derselben Höhe wie auch diese Lavaseen. Und dadurch seid ihr halt nochmal wieder auf der sicheren Seite und lauft hier eben nicht Gefahr, irgendwie von Lava verbrannt zu werden oder sowas. Am allerbesten baut ihr die Gänge immer 2 Blöcke hoch und einen Block breit. Das sorgt nämlich dafür, dass ihr insgesamt quasi den höchsten Wert an 9 Blöcken immer seht. Also das bedeutet, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt 2 Blöcke abbaut, dann seht ihr insgesamt 8 neue Blöcke. Und das ist natürlich für 2 abgebaute Blöcke, 8 neue Blöcke zu sehen, ein ziemlich guter Wert. Denn jetzt mal angenommen, ihr würdet eine 4x4 große Fläche ausheben, dann würdet ihr insgesamt 16 Blöcke abbauen, würdet allerdings nur 32 neue Blöcke sehen. Und das bedeutet, pro Block würdet ihr hier nur 2 neue Blöcke sehen. Aber eben bei dieser 2x1 Variante würdet ihr eben 4 Blöcke sehen. Und so spart ihr eben Spitzhacken und könnt halt mit möglichst wenig Aufwand sehr viele neue Blöcke sehen. Und neue Blöcke ist natürlich immer die Wahrscheinlichkeit, oder die Wahrscheinlichkeit gegeben natürlich, dass es jetzt Diamanten sind oder irgendwas anderes, was ihr euch halt abfarmen möchtet. Ihr müsst euch jetzt eigentlich nur so weit nach vorne bauen oder in irgendwelche Seitengänge bauen, bis ihr eben Diamanten findet und bis ihr so viele Diamanten habt, wie ihr möchtet. Das Coole an dieser Variante ist auch noch, dass ihr theoretisch einfach, wenn ihr genug Diamanten erstmal gefunden habt, aufhören könnt und später einfach diese Gänge noch erweitern könnt, wenn ihr Lust habt. Und noch dazu ein kleiner Tipp vielleicht ist es, die Verzauberung Glück noch mitzunehmen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Die sorgt nämlich dafür, dass ihr insgesamt noch mehr Diamanten aus den Diamanten, die ihr findet, rausholen könnt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel 2 Diamanterze findet, könntet ihr mit der Glücksverzauberung insgesamt sogar 8 Diamanten dann im Endeffekt daraus bekommen. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr großer Faktor, der auf jeden Fall beim Diamantenfinden nicht unterschätzt werden sollte und der sich auf jeden Fall lohnt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Diamanten in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.